bei Nerdfamilien. Heute habe ich wieder einen Experten mitgebracht, den Klaus Fessele. Klaus Fessele und ich, wir kennen uns gut, deswegen, weil der Klaus mich jeden Tag überwachen muss in der Notaufnahme, wo ich dann manchmal Quatsch mache. Und der Klaus ist derjenige, der immer das große Ganze im Blick hat. Aber nicht nur das, der Klaus ist auch ein hervorragender Kardiologe und kennt sich sehr, sehr gut aus, wenn es um Erkrankungen rund um das ganze Herz-Kreislauf-Geschehen geht. Neben dem, dass Klaus natürlich auch ein breit ausgebildeter Notfallmediziner ist. Klaus, heute haben wir ein ganz spezielles Thema, und zwar den STEMI. Aber wenn man über STEMI spricht, spricht man ja meistens auch über das akute Koronarsymptom. Was ist das? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, hier zu sein. Und dann gehen wir gleich mitten rein. Das akute Koronarsyndrom umfasst drei Entitäten, nämlich die instabile Angina pectoris, den N-STEMI, ausführlich den Nicht-ST-Hebungsmyokardinfarkt, und den STEMI, den ST-Hebungsmyokardinfarkt. Okay, wenn du über ST-Hebung sprichst, dann glaube ich, ist das EKG wahrscheinlich wichtig bei dem Krankheitsbild, oder? Extrem wichtig, und die Leitlinien sagen auch, soll innerhalb von 10 Minuten nach Kontakt mit dem Patienten geschrieben werden. Quasi so schnell es geht. So schnell es geht und auch kompetent befundet, und deshalb sind wir ja heute hier. Okay, dann, ich meine, wir wollen ja heute über den STEMI ganz speziell sprechen. Klaus, jetzt hält mir da jemand so ein EKG hin, sagt Philipp, ist das ein STEMI? Woran erkenne ich den? Okay, gute Frage. Ein STEMI ist gekennzeichnet durch ST-Hebungen, die aber einem bestimmten Muster entsprechen müssen, und sie müssen eine gewisse Ausprägung haben. Das heißt, sie müssen mindestens 1 Millimeter bei der üblichen Eichung, 1 Millimeter in mindestens 2 benachbarten Ableitungen haben. Benachbarte Ableitungen sind Ableitungen, die so koronarangiografisch, also vom Versorgungsgebiet der Herzkranzgefäße, zusammenpassen. Okay. Und wichtig ist noch, wo man misst. Philipp, das ist der J-Punkt. Tja, okay, der J-Punkt. Also Klaus, ehrlich, ich kenne nur den QRS-Komplex. Bei der T-Welle hört es schon langsam auf. Und da dazwischen ist der J-Punkt, also so Übergang von der S-Zacke zur ST-Strecke. Und da ist eben der J-Punkt. Okay, und jetzt sagst du 0,1 Millivolt oder 1 Millimeter bei üblicher Aufzeichnung. Ist das in allen Ableitungen so eigentlich? Leider auch nicht. Auch da gibt es was Besonderes, weil nämlich so junge Männer vor allem häufig so ein bisschen Hebungen als Normvariante haben. Und zwar vor allem in den Brustwandableitungen V2-3. Und deshalb gibt es da geschlechts- und altersspezifische Normwerte dafür. Puh, das macht die ganze Sache ja wieder ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir blenden die einfach ein, oder? Ja, gerne. Ach, weil ich, dann habe ich es nochmal vor Augen. Furchtbar. Und jetzt sagst du 0,1 Millimeter in benachbarten Ableitungen. Was sind benachbarte Ableitungen? Ja. Können wir mal so die Standard-STEMIs nochmal für mich zur Wiederholung kurz sehr, sehr gerne. Also so, das eine ist natürlich die Vorderwand, ja? Und das ist natürlich V1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind dann die Vorderwandinfarkte. Das ist eigentlich klar. Und dann gibt es natürlich auch noch die Extremitätenableitungen. Und in den Extremitätenableitungen, das sieht man vor allem in den Ableitungen 2, 3 und AVF, die Hinterwandinfarkte. Während wenn es in 1 und AVL hebt, dann wären das zum Beispiel ausgedehnte Vorderwandinfarkte, die Richtung der Antrolateralwand eben auch eine Ischämie zeigen. Also ich sag dir was, Klaus, immer wenn die Kardiologen zu mir sagen, welches Gefäß da betroffen ist oder welcher genaue Bereich, da staune ich oft. Für mich als Feldwald- und Wiesen-Notfallmediziner nochmal ganz kurz. V1 und 2, das ist ja ungefähr hier. Mhm. Das heißt, das ist doch eher so anteroseptal. Mhm. Und Richtung V5, V6 ist eher lateral. Kann man genau das so sagen? Und dazwischen V3, 4, das ist apikal.
Schau an. Cool. Damit haben wir ja eigentlich schon mal so dieses EKG im STEMI ganz gut besprochen. Also zusammengefasst eigentlich Hebung über dem J-Punkt in zwei benachbarten Ableitungen, Extremität 0,1 Millivolt und Brustwandableitung 0,2 plus eben die geschlechter- und altersspezifische Abweichung nochmal. Also in den Brustwandableitungen, um das nochmal klarzustellen, das 0,2 oder die anderen Werte, das gilt nur für die Ableitung V2-3, zum Beispiel V5-6, da reicht auch schon ein Millimeter. Okay. Ja, aber jetzt haben wir einen STEMI da vor uns. Ich habe den jetzt erkannt, endlich. Genau. Was mache ich jetzt? Also wichtig ist mir auch noch, es gibt ja auch STEMI-Mimics. Ich glaube, da kommen wir auch noch drauf. Da würde ich sagen, machen wir ein eigenes Video zu. Da haben wir ja auch was zu geschrieben, oder? Genau. Und was einem natürlich auch hilft, ist, dass der Patient sollte ja auch eine Klinik im Allgemeinen haben. Irgendeine Klinik, die einem Richtung STEMI eben auch leitet, also Ischämie-Symptome irgendeiner Art, typischerweise Thoraxschmerzen. Also unser Patient hat eine Ischämie-Klinik und hat Hebungen im Sinne eines STEMIs. Alright. Da war deine Frage, was machen wir jetzt? Genau, jetzt habe ich da den Patienten vor mir, jetzt sage ich, das ist ein STEMI, jetzt muss ich ja irgendwas machen. Jetzt ist... Monalyse. Ja, ja. Also erstens mal, Zeit ist wichtig, ja. Wir wollen zwar ruhig das jetzt abarbeiten, aber es ist zeitkritisch. Time is muscle, sagen wir ja. Also je mehr Zeit verrinnt, umso schlechter für unseren Patienten. Mhm. Dennoch, klar, wir müssen uns überlegen, was können wir machen. Und Mona war so dieses Merkwort, mit Lyse auch noch, wie man früher sagte, das soll eigentlich jeder Patient bekommen. Mhm. Ja. Wofür steht denn Mona? Morphium, Oxygen, Nitrat und Aspirin. Genau. Genau. Und jetzt, wenn man Mona mit H schreibt, noch Heparin. Okay. Genau. Ich kenne sonst Monas BH, da war dann noch der Beta-Blocker und das Heparin dabei. Das war halt so aus dem schwäbischen Krankenhaus, wo ich komme. Und dann macht man doch noch die Fünferregel, ne? 5 Milligramm Mo, 5 Milligramm Metoprolol, 500 ASS, 5000 Heparin und 5 Fibonitro und dann ist der Patient eigentlich schon geheilt. Die Fünferregel kannte ich jetzt noch nicht. Ah. Habe ich mir gerade ausgedacht. Okay. Geheilt oder trocken? Ja, ich glaube, zu den Dosierungen, da kommen wir später nochmal. Das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter sehen. Da gibt es auch neue Guidelines, also Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Da sagen wir nachher noch was dazu. Mhm. Und auch Mona. Mona ist irgendwie in die Jahre gekommen und man liest auch immer wieder in allen möglichen Zeitschriften gerade, Mona ist irgendwie out. Immer weniger wollen Mona daten. Woran liegt denn das, Philipp? Weil die Fachgesellschaft für Kardiologie was anderes jetzt schreibt. Aber tatsächlich muss man ja sagen, ich habe natürlich die Fachgesellschaftsleitlinie sofort gelesen. tatsächlich wundert man sich ja so ein bisschen. Ne? Also, weil die Dosierung ja etwas verändert wurden. Wie siehst du das? Also was sind für dich so die Pitfalls und was muss man beachten? Also was ist die aktuell korrekte STEMI-Behandlung? Okay, aktuell korrekte STEMI-Behandlung ist, dass man primär, nachdem man die Diagnose gestellt hat, sich darum kümmert, dass der Patient schnellstmöglich eine Revaskularisierung bekommt. Mhm. Und das heißt, in Deutschland in 99,9% der Fälle eine Koronarangiographie mit sofortiger PTCA, kurz meist PCI genannt. PCI heißt percutane koronare Intervention. Fast immer wird auch ein Stent eingebaut. Also ein Herzkatheter, ne? Ein Herzkatheter für Leute mit Stent. Genau. Herzkatheter mit Stent. Ja, Stent. Genau. Und das muss so schnell wie möglich sein. Und da hat man eben die Verantwortung als Krankenhausarzt, als Notfallmediziner, prä- und innerklinisch die Struktur in seinem Bereich zu kennen, wie man seinen Patienten schnellstmöglichst zum Herzkatheter bekommt. Okay, und auf dem Weg dahin, was bereite ich vor? Also
was braucht der Patient wirklich? Okay, da geben uns immer wieder die Leitlinien Aufschluss über neueste Erkenntnisse. Und es ist in der Tat so, dass von der Mona noch ein paar Sachen übrig geblieben sind. Und das, was ganz, ganz alt ist, und zwar noch aus den Lyse-Studien, was früher die Alternative zum Herzkatheter eigentlich war und jetzt immer noch wäre, wenn ich das kurz sagen darf, wenn wir den Herzkatheter innerhalb von 120 Minuten nicht schaffen, dann wäre die Lyse nämlich noch eine Option. Das muss ich jetzt kurz loswerden. Und in diesen frühen Lyse-Studien, da hat man schon gesehen, allein die Gabe von Aspirin, dem netten Kopfschmerzmittel von Bayer, verbessern wir die Sterblichkeit der Patienten um 20%. Also das beeinflusst tatsächlich die Mortalität, die frühestmögliche Gabe von Aspirin. Okay, und wie sieht es aus mit Heparin? Und Heparin bringt auch einen Benefit und deshalb sollten wir auch Heparin geben. Okay. Sollen wir zur Dosierung was sagen, Philipp? Unbedingt. Da ist es so, dass in Deutschland es häufig gängig ist, weil, da gibt es ja auch die Regel, ein Arzt, ein Patient, eine Ampulle, dass das Aspirin in 500 Milligramm Ampullen kommt. Und gängig in Deutschland ist, dem Patient Aspirin IV zu geben und dann eben diese 500 Milligramm Acetylsalicylsäure. Das ist in Widerspruch zu den Leitlinien, die sagen, dass weniger ausreichen würde. Die sagen, dass man bis zu 250 Milligramm IV geben kann, aber dass die 500 eigentlich nicht nötig sind. Okay. Und man könnte es theoretisch auch per OS geben, also als Tablette. Das ist der Patient zum Beispiel zerkaut und eben dann schluckt. Dauert allerdings dann ein bisschen länger, bis es natürlich auch im Blut, wo es wirken soll, zur Verfügung steht. Und wie ist das mit dem Heparin? Jetzt? Mit dem Heparin? Da würden wir unfraktioniertes Heparin geben. Ansonsten wäre auch Enoxaparin, also das Clexane als häufigster Handelsname, eine Alternative. Aber bleiben wir beim einfachen, beim unfraktionierten Heparin. Da würden wir nicht immer die 5000 Einheiten geben, sondern 70 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Okay, also ein bisschen rechnen. Wobei man ja sagen muss, mit den 5000 liegt man ja beim normgewichtigen... Bei dem 80 Kilo Menschen gar nicht so schlecht. Ja, und das sind wir in Franken alle. Also vielleicht mindestens, manchmal ein bisschen mindestens. Mehr, ist selten weniger. Genau. Okay. Perfekt, Klaus. Ich glaube, damit haben wir jetzt schon mal eine ganze Menge für den Teil 1 des großen STEMIs abgeklärt. Gut. Also die STEMI-Definitionen, die STEMI-Behandlung, also 250 bis 500 ASS, wenn ich es richtig verstanden habe, und 70 Einheiten unfraktioniertes Heparin pro Kilogramm Körpergewicht, also beim Normalgewichtigen wie bei mir 5000. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich nochmal einen Teil 2. Und in Teil 2 geht es dann darum, was so wirklich die News und die Updates sind. Okay, gut. Vielen Dank. Tschüss.